Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Landwirtschaft, auf der Volkshorn 2.15, nein, auf der Volkshorn 2.3 im Landwirtschaftssimulator 15. Mann, dritte Aufnahme in dieser Session und meine Stimme versagt. Also mein Hirn gibt andere Sachen an, als meine Stimme es dann ausspricht. Mein Mund ist dann ausspricht. Da, es geht schon los. Die Fahne, ist die neu oder war die schon immer hier? Das ist jetzt immer eine gute Frage. Und wer hat da an die Wand geschmiert? Ja, nee, geht ja gar nicht. So, das ist aber rein, das muss ich jetzt mal wegpinseln. So, in dieser Folge machen wir noch die letzten Vorbereitungen fürs liebe Vieh. Wir werden jetzt erstmal Wasser in sämtlichen Anlagen, die hier so auf dem Hof sind, einfüllen. Werden danach noch ja Stroh in die einzelnen Stallungen bringen, so dass, wenn das gute Geld gerollt und wir endlich Tierchen anschaffen können, alles für die lieben Tierchen vorbereitet ist. Wasser brauche ich noch nicht einzufüllen, weil der Wasserbedarf wird berechnet nach den Tieren, die da sind. Das heißt, wenn ich jetzt Wasser einfüllen würde, würde ich glaube ich 3 Liter einfüllen können. Habe ich 10 Schafe gekauft, kann ich sofort wieder nachtanken. Das heißt, Wasser gibt es erst dann, wenn die lieben Tierchen da sind. Interessant ist immer, wenn ich hier vorbeifahre, die Hühner zu hören, die noch gar nicht da sind. Ach, selbst die Schlauchanimation geht. Coole Sache das. Doch. Naja, Gott sei Dank braucht der Tank nicht so lange wie der Benzintank. Ich frage mich nur, woran das liegt. Ist jetzt von welcher Seite betanke ich das Teil denn? Ich glaube von hier aus, ne? Ja, würde ich sagen. Super. Ich glaube, hier braucht es kein Wasser rein. Aber bei der Kartoffelwaschstraße muss auf jeden Fall Wasser rein.
sinnvoll? Da überlege ich gerade. Ja, das war's ja dann schon mit der Gewässerei. Wir füllen die ganzen Anlagen jetzt mal mit Strom. Aber hier scheint schon Stroh genügend zu liegen. Deswegen fahren wir rüber zu den Masthühnern. Fahrzeug schließen die Türen oder muss ich immer im Fahrzeug sitzen? Nein, kann man so schließen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
die auch mal zumachen. Jetzt frieren die Hühner, die gar nicht da sind. Ja, das war es dann auch schon gewesen. Somit könnte ich jetzt im Offscreen natürlich noch ein bisschen Rasen mähen. Das Lager sieht nicht mehr so super aus. Ja, das war's dann auch schon. Ich muss einmal kurz einen Blick auf den Timer werfen. Der sagt mir auch, dass gleich die Zeit vorbei ist. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Hat es euch noch mehr gefallen, lasst mir ein Abo da. Ich werde noch ein wenig wahrscheinlich im Offscreen etwas Gras mähen. Danach dann die Zeit vordrehen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns das nächste Mal wieder am Tag 6. Sollten Angebote reinkommen, während ich am Grasmähen sein sollte,
werde ich natürlich dann nochmal eine Sonderfolge machen während des Grasmähens, des Abverkaufens des Lagers. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, hau mich einfach mal in die Rinne. Bis denne und tschüss.